Hallo Kackbratzen. Spongy? Mal Hand hoch, wer von euch keine Survival-Horrorspiele mag. Okay, aber wie sieht es mit dem Film Alien aus? Wer kann diesen Klassiker absolut nicht leiden? Ihr wisst schon, dass ihr wirklich kleine Kackbratzen mit ohne Geschmack seid, oder? Für den Rest von euch habe ich heute ein ganz zauberhaftes Spiel für die gute alte PS2 oder auch die Original-Xbox mitgebracht, das den Flair von Alien mit sehr viel Piu-Piu-Piu auf euer Lieblings-Telespielsystem bringt, in Form eines handfesten Survival-Horror-Spiels. Ein komplett neues Konzept, das wir in dieser Form ganz bestimmt nicht schon 50 Mal gesehen haben. You have a safe trip. Es ist ein Third-Person-Action-Survival-Spiel, das nicht wirklich schwierig und auch nicht wirklich gruselig ist und in dem wir die Rolle eines 0815-Helden übernehmen werden, der fast im Alleingang die Karre aus dem Dreck ziehen wird. Wenn das mal nicht nach einem vielversprechenden Titel klingt. Shakespeare once said that there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Some people believe this. Das Spiel von heute hört auf den klangvollen Namen Run Like Hell. Vermutlich aber deswegen, weil wir nach circa der Hälfte des Spiels schreiend davonlaufen werden. Das Ding Survival Horror zu nennen, stimmt jetzt auch nur zum Teil und vermutlich hat man damit die Entwicklung gemeint. Run Like Hell kam in den USA bereits im Jahr 2002 für die PS2 auf den Markt, bei uns in Europa dann 2003 und dann nochmal ein ganzes Jahr später für die Xbox. Angekündigt wurde aber dieses Stück Software bereits 5 Jahre früher, also noch zu einer Zeit, als das Survival-Horror-Genre auf der PS1 in Höchstform war. Grund dafür war das absolut kaputte Management, das sich wohl, wie so oft in dieser Branche, eindeutig zu viel Koks in die Birne geballert hat. What's wrong? The station is under attack. Get dressed. Zu Beginn wollte man ein Resident Evil im Weltraum machen. Dann kam man auf die Idee, aus dem Survival-Horror-Spiel ein reines Action-Ding zu produzieren, allerdings mit schwächeren, aber dafür insgesamt mehr Feinden und nachdem 4 Jahre ins Land gegangen sind, kam man auf die grandiose Idee, alles nochmals zu ändern. 5 Jahre sind definitiv eine lange Zeit. Allerdings kackten die Programmierer das endgültige Spiel in nur 10 Monaten zusammen, weshalb das Gameplay leicht kaputt ist. Aber zumindest muss man sagen, dass man die restliche Zeit sehr effektiv mit dem Schreiben der Story verwendet hat. You think I'd be able to forget about it after all these years? It'll fade. For now, get some sleep. Und ich meine das jetzt ganz ohne Sarkasmus, denn wenigstens ist die Geschichte mitsamt ihren Charakteren für ein Survival-Horror-Spiel jetzt nicht unbedingt schlecht. Es bröckelt eben nur wegen des schlechten Gerüsts auseinander. Und weil im Spiel auch Interplay seine Finger mit drin hatte, darf man auch nicht auf eine Fallout-Anspielung in Form eines Pip-Boy-Proteinriegel nicht verzichten und um den Schmonzes dann die Kehle runterspülen zu können, unterzeichnete man einen Sponsorvertrag mit dem Energy-Drink-Hersteller namens Bolz. Und wenn die Seuche niemanden von euch ein Begriff ist, ist das komplett in Ordnung. Hauptsache ihr erinnert euch an T-Fuel, dem Energy-Drink für den echten Gamer, der eure Taschen leert und dafür die Kassen der Influencer klingen lässt. Mit P-Fuel schmeckt eure Pisse wie ein frischer Frühlingsregen, mit einer leichten Note von Vanille, der im zweiten Aufguss dann eine Spur von Eichhörnchenkittel im Mundraum verbreitet. P-Fuel geht direkt auf eure Nieren und dank der Unmengen an Zucker, könnt ihr euch jetzt schon mal nach einer guten Diabetestherapie umsehen. Bestellt euch jetzt P-Fuel und mit dem Code FUCKYOU5 bekommt ihr dann nicht etwa 2 Dosen des leckeren Gesöffs, sondern nur eine, dürft aber den doppelten Betrag zahlen. Wenn das mal nicht ein Angebot ist. Aber zurück zum Spiel. In Run Like Hell schlüpfen wir in die Rolle des Weltraumhelden Connor. Einst war er der größte Kriegsheld aller Zeiten, doch nachdem er auch ein extrem rebellischer Typ ist, verweigerte er allzu oft die Befehle seiner Vorgesetzten, weshalb man ihn in einer Raumstation am Arsch des Universums versetzt hat. Zum Glück hat er seine heiße Ische Samantha um sich herum. I'll show you a beginner. Hey. Nick? Sam? You guys in there? We're here! Während wir zu Beginn einen relativ langweiligen Story-Aufbau erleben müssen, werden wir schon bald erfahren, dass irgendwas nicht stimmt. It's like I have this damn itch on the back of my neck that's keeping my nerves on edge. Connor hatte schon beim morgendlichen Stuhlgang ein ganz seltsames Gefühl in der Magengegend. Ob es nun an den Pip-Boy-Proteinriegel lag, oder weil er zu viel von dem pissigen Energy-Gesöff getrunken hat. Connor sollte recht behalten, aber leider kam seine Vorahnung etwas zu spät und nun ist die Kacke absolut am Dampfen. Jeder, der schon mal ein Survival-Horror-Spiel gezockt hat, wird sich in Run Like Hell sofort zurechtfinden. Man hat hier nicht unbedingt das Rad neu erfunden. Man sitzt in einer Raumstation voller Aliens fest, man sammelt Gegenstände, löst Rätsel, läuft um sein Leben und ballert, bis kein Gras mehr wächst.
Das typische Resident Evil-Rezept, nur eben im Weltraum. Die Steuerung ist aber zumindest weniger holprig als im großen Survival-Horror-Vorbild und man darf sich auf eine komplett in 3D gestaltete Umgebung freuen, was aber im Jahr 2002 auch schon kein Neuland mehr war. Aber zumindest hat man eine freie Kontrolle über die Kamera, was theoretisch das Gameplay erleichtert. Aber trotzdem fand man es lustig, dass man die Feinde grundsätzlich immer hinter dem Spieler auftauchen lässt. Trotz der eigentlich recht guten Voraussetzungen ist Run Like Hell leider nicht wirklich ein gruseliges Survival-Horror-Spiel. Man kämpft zwar um sein Überleben, aber auch nur, weil man von den Zwischensequenzen einen Hirnschlag bekommt. First day these bastards attacked, all I saw were cutters and brutes. Not these. They're quick. Irgendwie hat man den Begriff Horror im Management nicht wirklich verstanden. Run Like Hell wirkt so, als ob hier jemand bei einem Meeting Hold My Beer in Crack gerufen hätte und dann meinte, dass ein Spiel wie Resident Evil bestimmt 1200-fach gruseliger wird, wenn man aus dem Nichts plötzlich Monster auftauchen lässt, um dem Spieler damit dann mächtig auf den Sack zu gehen. Das ist leider alles andere als gruselig. In praktisch jedem Raum im Spiel wird man von einer Handvoll langweiliger und einfallsloser Aliens angegriffen. Meistens fallen sie einfach von der Decke und laufen durch Wände hindurch und einen kurzen Augenblick später ist man von der Brut umzingelt und ballert, was das Zeug hält, bis auch das letzte Alien seinen letzten Furz geschissen hat. Das wäre im Grunde nicht so schlimm, wenn die Kämpfe eben nicht so quälend langweilig wären. Sie laufen im Prinzip immer nach demselben Schema ab. Sind sie weit entfernt, visiert man seine Gegner an, läuft rückwärts und ballert sein Magazin leer. Sind die Gegner ganz nah an einem dran, verpasst man ihnen einen Schlag ins Fressbrett, geht rückwärts und ballert sein Magazin leer. Später im Spiel wird man diese spannende Mechanik noch mit ein paar Ausweichschritten kombinieren müssen, um der Sache ein wenig mehr Würze zu verleihen. Für Freunde von putzigen Robotern gibt es im Spiel auch die Möglichkeit, die Rolle eines Metallkumpels zu übernehmen. Ich frag mich allerdings, wo ich das schon mal gesehen habe. Pipo? Also gut, du heißt Pipo. Es gibt zwar eine Handvoll Waffen im Spiel wie etwa Impulsgewehre, eine Schallpistole oder die allseits beliebte Shotgun, aber im Grunde fährt man besser, wenn man bei seiner Standardwumme bleibt, da man hier unbegrenzte Munition hat. Leider sind die Rätsel auch so fein wie die Kämpfe im Spiel. Wie in einem jedem 0815 Survival-Horror-Spiel wird man ziellos durch lange Gänge laufen, um irgendwas zu aktivieren, damit sich dann auf der anderen Seite des Level irgendeine Tür öffnet. Aufgepeppt wird das Ganze dann mit einer Handvoll Codes, an denen man Schlösser öffnen muss. Hinweise wird man meist in Leichen finden. Seltsamerweise trägt aber niemand niemals einen vollständigen Code mit sich rum, weshalb die Suche zu einer anstrengenden Arbeit wird. Alternativ kann man natürlich versuchen, das Schloss mit Durchprobieren zu öffnen, nachdem man vielleicht einen Teil des Codes schon gefunden hat. Wie man es aber auch dreht und wendet, es wird einem auf den Keks gehen. Kommen wir an dieser Stelle wie immer zum offensichtlichen Teil eines jeden Spiels. Die Grafik. Im Prinzip lässt sie sich mit nur wenigen Worten beschreiben. Aber das wäre natürlich viel zu einfach. Eins vorweg, die Xbox-Version sieht etwas besser aus als die PS2-Version, aber trotzdem bedeutet besser in diesem Fall immer noch, dass alles ziemlich hässlich ist, obwohl man stolze 5 Jahre daran rumschraubte. Allerdings startete man ja noch zu Zeiten der PS1 und ging nur ganz wenig über das Limit hinaus. Die Texturen des Spiels sind langweilig und körnig und die Umgebungen haben im Großen und Ganzen immer die gleiche Farbe. Die Charaktere im Spiel sehen allerdings einzigartig aus, leiden aber unter steifen Animationen und schlechter Lippensynchronisation. Ein Großteil der Geschichte wird durch Zwischensequenzen erzählt, und einige sind sogar fast gut, nur sind die Übergänge etwas ruckartig und langsam, sodass manchmal der Bildschirm schwarz wird und der Ton stoppt. Das steigert jedenfalls enorm die Spannung. Von allen Charakteren ist wohl unser Held am besten gelungen. Man kann seine Männlichkeit quasi riechen, was aber vermutlich daran liegt, dass er seit Monaten sich und seinen schicken grauen Raumanzug nicht gewaschen hat. Sein Gesicht ist aber mit etlichen Details gespickt, womit er insgesamt eine gute Figur macht. Beim Erstellen der Charaktere und den Aliens ging den Entwicklern vermutlich aber die Lust aus. Die Polygonanzahl ist eher niedrig und die Charakterdesigns der Aliens sind leider ziemlich eintönig. Die Level des Spiels hingegen sind einfach nur beschissen und gehören zu den schlechtesten des Genres. Die Texturen sind lächerlich langweilig und das Leveldesign ist grauenhaft. Ich verstehe, dass das Spiel auf einer Raumstation stattfinden soll, aber das heißt nicht, dass man stundenlang durch endlose graue Korridore laufen muss. Und dann wären dann noch einige Grafikfehler, die man mit absoluter Sicherheit hätte vermeiden können, wenn man nicht den ganzen Tag zu tief ins Glas geschaut hätte. Wo es gute Grafik gibt, da ist natürlich auch die Soundabteilung nicht weit entfernt. Run Like Hell klingt dann am besten, wenn es keine Musik gibt. Und zum Glück wird es die meiste Zeit auch nichts auf die Ohren geben.
Wenn man sich aber dazu entschlossen hatte, das fesche Gameplay mit ein wenig Sound aufzubrezeln, dann wünschte man sich sofort einen Bleistift herbei, mit denen man sich seinen Gehörgang durchstechen kann. Es gibt zwar selten auch die typischen Survival-Horror- und sehr schicksalsschwangeren Klänge, die den Spieler darauf aufmerksam machen sollen, dass in wenigen Augenblicken ganz bestimmt etwas ziemlich Gruseliges passiert, aber der Rest der Musik ist einfach arschig. Und das trifft vor allem auf Kämpfe gegen Bosse zu, in denen dann das Blut literweise aus den Ohren fließen wird. Wo man aber wirklich gute Arbeit geleistet hat, und das verwundert einem mit absoluter Sicherheit, ist die Sprachausgabe. Hier hat man es warum auch immer geschafft, berühmte Schauspieler wie etwa Lance Henriksen, der in Alien die Rolle von Bishop übernahm, oder auch die gute Star Trek Voyager Kapitänsfrau Katrin Janeway anzuheuern. What the hell was that? That's the creature you captured. The doctors are... Das Voice-Over ist jedenfalls noch das Beste am Spiel und die Stimmen passen auch perfekt zu den jeweiligen Charakteren. Insgesamt will ich aber nicht behaupten, dass Run Like Hell ein beschissenes Spiel ist. Mit einer besseren Kamera hätte man eine hervorragende und spannende Atmosphäre schaffen können und mit einem besseren Gameplay hätte man einen der besten Action-Spiele für die PS2 gehabt. Allerdings hätte man dann auch den Großteil der Entwicklung in die Tonne werfen müssen. Wer auf das käsige Flair eines drittklassigen Resident Evil-Klons im Weltraum steht, sollte sich unbedingt mal diesen Titel zu Gemüte führen. Run Like Hell ist zwar nicht ganz so schlimm, dass man seinen Controller gegen den Bildschirm werfen muss, aber auf der anderen Seite ist es aber auch kein Titel, den man unbedingt in seiner Sammlung vermissen wird. Wenn überhaupt, dient Run Like Hell als Erinnerung, wie gut auch noch das schlechteste Resident Evil mit all seinen Fehlern sein kann. Und es ist abermals ein gutes Beispiel dafür, wie verzweifelt einige Publisher waren, um nur irgendeinen Schrott zu produzieren, damit man wenigstens ein kleines Stück vom großen Survival-Horror-Kuchen abbekommt. So enjoy this victory while you can, because nothing will stop us when we come for you. The war. My love is just beginning. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.